Hätte sein können. Scheiße, da hinten sind die Hunde. Können wir uns dahinter nicht verstecken? Die Rüstung hat etwa meine Größe. Ich stelle mir kurz vor, wie ich sie anlege und dann losdröhne, die Gräfin besuchen, während der Gä abgesehen. Ich glaube, wir müssen die Hunde auslösen und uns dann dahinter verstecken. Kann das sein? Ja! Hey, Sie da! Ich weiß, dass Sie da sind, Amerikaner. In Ordnung, ihr Hunde. Ich komme. Okay, er geht zu den Hunden. Sehr gut. Gucken wir mal, was wir jetzt machen können. Wir haben ihn verarscht. Dezent. Okay, da hinten sollten wir natürlich jetzt nicht gehen. Gucken wir doch mal hier. Hallo Katze. Meine Katze besucht mich gerade mal. Ein kleiner Spiegel hängt über dem Becken. Dem Dreck im Becken nach zu urteilen, rasiert er sich da. Nur ein kleiner Nebenraum ohne Ausgang, wenn Okay. man das Fenster nicht zählt, was ich nicht tue. Wir gehen jetzt hoch. Madre Dios, wer sind Sie? Ich heiße George Stobbart. Es tut mir leid, dass ich hier so reinplatze. Verlassen Sie sofort mein Haus. Sie sind hier unerwünscht. Bitte, Warum hören Sie mir denn? Nur eine Minute zu. Blöde In Rassisten. Ordnung. Sagen Sie, was Sie zu sagen haben, Senor Stobbart. Patisha spielen. Es hat eine ganze Reihe von Morden gegeben. Sie sind Teil einer Verschwörung. Auf jeden Fall hat mich die Spur hierher geführt. Hierher? Hier gibt es nichts, was die Welt da draußen interessieren könnte. Vor mehr als 600 Jahren gab es aber etwas. Was soll das heißen? Diese ganze Angelegenheit ist irgendwie mit den Tempelrittern verknüpft. Die Tempelritter sind nur noch Staub. Sie hatten ein Geheimnis, das so wichtig war, dass sie sich sehr viel Mühe gegeben haben, es zu verbergen. Ich verstehe nicht ganz, was das mit meiner Familie zu tun hat. Ihre Familie hatte doch eine enge Verbindung zu den Tempelrittern, nicht wahr? Ich glaube, sie haben hier irgendwo einen Hinweis versteckt. Warum sollte ich einem völlig Fremden vertrauen, der in mein Haus eindringt? Ich möchte mich ja nur umschauen, wenn ich nichts finde. Dann verbringen Sie die Nacht auf dem Polizeirevier. In Ordnung. Bitte nehmen Sie Platz. Müssen wir jetzt Schach mit der spielen? Ich weiß, dass Ihre Familie etwas mit den Tempelrittern zu tun hat, aber ich weiß nicht genau was. Sie sollten lieber fragen, was meine Familie damit zu tun hatte, Senor Stoppard. Die Tempelritter haben vor Jahrhunderten aufgehört zu existieren. Und was die De Vasconcellos angeht, so wird dieser Familienname mit mir aussterben. Das tut mir leid. Kein Grund. Okay, was immer passiert ist, es ist vor fast 700 Jahren passiert. Wenn also die Tempelritter irgendwelche Spuren hinterlassen haben, dann sind sie in Dingen zu finden, die aus dem frühen 14. Jahrhundert stammen. Offensichtlich. Also was gibt es hier, das aus dem frühen Mittelalter stammt? Frühes Mittelalter? Lassen Sie mich nachdenken. Sommerhaus. Naja, das Haus selbst ist relativ modern. Kaum 300 Jahre alt. Oh, natürlich. Die Schachfiguren. Diese Schachfiguren sind über 600 Jahre alt? Was? Die müssen ja ein Vermögen wert sein. Allerdings. Nicht, dass ich mich von ihnen trennen würde. Natürlich. Nein, das würde ich auch nicht. Das ist die Art Erbe, die man an seine Kinder weitergibt. Entschuldigung. Der Wert dürfte weit geringer sein, als Sie annehmen. Der Figurensatz ist nicht ganz vollständig. Aha. Eine der Figuren ist ein jüngeres Ersatzstück. Das Original ging vor langer Zeit verloren. Weiß denn niemand, wo es abgeblieben ist? Nein. Die Kinder hatten es, als sie verschleppt wurden. Kinder? Was für Kinder? Alles schön der Reihe nach, Senor Stoppard. Jetzt wird's interessant. Darf ich die Schachfiguren untersuchen? Sicher. Aber bewegen Sie bitte keine davon. Oh. Okay, danke. Aus der Nähe fiel die neuere Figur auf wie ein kaputter Finger. Noch etwas anderes war komisch an den Figuren. Alle Originale hatten unregelmäßige Fußstücke. Okay. Oh. Herrin, ich muss euch warnen. Da ist ein... Sie! Ich werde sie an die Hunde verfüttern. Lopez, was habe ich Ihnen gesagt wegen dem Verfüttern von Eindringlingen an die Hunde? Aber, edle Herrin... Niemals ohne meine Erlaubnis. Korrekt. Senor Stoppard,
Wenn ich das Gefühl bekomme, dass sie meine Zeit verschwenden, werden sie an die Hunde verfüttert. Und jetzt möchte ich Ihnen etwas Interessantes zeigen. Folgen Sie mir. Ah. Nice. Lopez, schließen Sie die Türe auf, por favor. Cool, cool. Na, das klappt doch wie am Schnürchen das hier. Das ist das einzige erhaltene Gebäude auf dem Grundstück, das noch aus der Zeit der Tempelritter stammt. Nett. Was ist das? Ein Sommerhaus? Ein Mausoleum, Senior Stoppard. Oh. Kommen Sie mit. Ja, wenn Sie es sagt. Hey, Senor. Ja? Ich weiß nicht, was Sie meiner Herrin erzählt haben, damit sie Ihnen diese ganzen Gefallen tut, aber ich traue Ihnen nicht. Ich mag dich auch. Sie haben keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Kommen Sie nicht rein? Nein. Die Toten interessieren mich nicht. Mein Garten ist etwas Lebendiges. Da können Sie mich finden. Na dann mal hinterher. Wow, das ist alt. Das Mausoleum wurde im 13. Jahrhundert als letzte Ruhestatt für die Templer der De Vasconcellos errichtet. Cool. Es ist gut gepflegt. Das hier sind meine Vorfahren. Und sie verdienen Respekt. Ich komme mindestens einmal pro Woche her, um ein Gebet für sie zu sprechen. Darf ich mich etwas umsehen? Aber natürlich. Okay, dann checken wir nochmal die Lage. Das Mausoleum enthält 5 Gruften für 5 der Tempelritter. Lebensgroß in Marmor. Okay, nichts Besonderes. So, wir haben da oben so eine Kerze. Von der Decke hängt eine große, vergilbte Kerze. Sie sieht sehr alt aus und ist nie angezündet worden. Aha, vielleicht müssen wir die anzünden. Hoch oben in der Kuppel sehe ich Fenster. Ich vermute, die lassen sich öffnen, damit es hier nicht so leicht stickig wird. Ich könnte da nie hochklettern, ohne irgendwas kaputt zu machen. Okay, den Stab gucken wir uns gleich mal an. Ich wette, wir müssen die Kerze anzünden, habe ich irgendwie ein Gefühl. Eine große Statue der Jungfrau Maria bewacht alles. Vor dem Schrein sehe ich ein Stehpult mit einer Bibel drauf. Als ich die Bibel entferne, sehe ich ein Muster auf der Ablagefläche des Pultes. Hey, das ist ein Schachbrett. Echt? Aus der Nähe kann ich ein Muster aus eingelegten Glaswürfeln sehen. Über einem Schachbrettmuster. Aus der Nähe kann ich ein Muster aus eingelegten Glaswürfeln über einem Schachbrettmuster. Wir brauchen ein bestimmtes Schachbrett. Was ist hier? Es ist ein Stab mit einem Konus und einem Haken an einem Ende. Ich vermute, er ist zum Löschen der Kerzen auf dem Kronleuchter gedacht. Und jetzt? Hier gibt es nichts zu löschen. Ich lege ihn wieder weg und fühle mich wie ein Idiot. Ich hätte den gern runtergeholt hier. Okay. Ich guck gerade hier noch. Reden wir noch mal mit der Dame. Darf ich Sie etwas fragen? Bitte. Fragen Sie. Okay. Wer genau sind denn diese Leute? Meine Vorfahren. Die 5 Männer waren alle Mitglieder der Tempelritter. 5 Vorfahren bei den Templern? Sie müssen sehr stolz auf sie sein. Nicht nur 5. 6. Wo ist der 6. Ritter? Wir wissen es nicht. Einer ihrer Vorfahren ist verschollen? Das ist eine Familienangelegenheit. Das kann hier wohl nicht wichtig für sie sein. Sie ist aber verbunden mit dem Fluch der Familie der De Vasconcellos, oder? Ja, allerdings. Doch ich hoffe, Sie respektieren meinen Wunsch, nicht darüber zu reden. Okay, lassen wir das Thema erstmal. Gut. Ist die Jungfrau Maria wirklich die Richtige, um ein Mausoleum mit 5 Rittern zu teilen? Sie beweisen nur ihre Ignoranz, Senior Stoppard. Der Templerorden war der Jungfrau Maria gewidmet. Aha. Was ist mit dem gläsernen Schachbrett? Gibt es dazu auch eine Geschichte? Gläsernes Schachbrett? Ach, das Muster auf dem Stehpult. Das dürfte reine Dekoration sein, vermute ich. Da fehlen Glasstücke. Das war schon immer so, seit ich ein Kind war. Ich glaube, die sind unten. Die Löcher im Glas sehen aber verteufelt nach Absicht aus. Nein, das ist lächerlich. Welche Bedeutung könnten sie schon haben? Sie sind Teil eines Schachbrettes und die Lücken sind für... Senior Stoppard, Sie meinen doch nicht... Dieser Ort wurde für die Templer gebaut und ihre Schachfiguren stammen aus der Zeit der Templer. Das bringt einen doch ans Grübeln, oder? Ach
Interessant, interessant. Das hier muss es sein. Hierauf verweist die Handschrift. Das ist umwerfend. Jetzt haben wir ihr Interesse auch geweckt. Hihihi. Darf ich das so verstehen, dass die Templer hier ein Rätsel hinterlassen haben? Und dass wir die ganzen Jahrhunderte nicht mal gemerkt haben, dass es dieses Rätsel überhaupt gibt? Es ist wundervoll zuzuschauen, wie sich die Gräfin vor meinen Augen verwandelt. Nun gut. Keine Zeit für ein längeres Bad in Selbstmitleid, was? Senior Stobart? Dieses Mysterium hat lange, sehr lange überdauert. Aber es endet hier und jetzt. All die Jahre des Fatalismus fielen einfach von ihr ab. Lopez! Lopez! Legen Sie den Schlauch weg und hören Sie mir zu. Gehen Sie zum Haus und holen Sie meine Schachfiguren. Ja, die alten Schachfiguren. Los jetzt! Schnell! Oh, das ist aufregend, was? Erwarten Sie nicht zu viel. Es könnte genauso gut eine Sackgasse sein. Oh, daran glaube ich keine Sekunde lang. Es ist schön, Sie so glücklich zu sehen. Glücklich? Die Alte ist am Ausrasten. Ja, wissen Sie? Ich glaube, das bin ich wirklich. Cool. Während wir warten, könnten Sie mir doch eigentlich erzählen, was hier wirklich passiert ist. Ich meine mit dem Fluch und so. Es fing alles zu der Zeit an, als der Orden der Tempelritter zerschlagen wurde. Don Carlos hatte den Orden bereits verlassen, um ein Gelehrter zu werden. Don Carlos? Ist das der Kerl, der verschollen ging? Sie. Aber er hatte seine Rechnung ohne den Bischof dieses Bistums gemacht. Er neidete uns, unser Land, und beschloss, das päpstliche Edikt als Vorwand zu benutzen, um uns zu vernichten. Don Carlos befand sich gerade auf einer seiner Forschungsreisen, als die Inquisition kam. Als Don Carlos zurückkehrte, fand er seinen getreuen Diener ermordet vor. Seine Kinder waren verschwunden. Sie haben die Kinder mitgenommen. Warum? Das werden wir wohl nie erfahren. Der Bischof leugnete, irgendetwas über das Verschwinden der Kinder zu wissen. Aber Zeugen haben gesehen, wie seine Männer den Diener töteten, in dessen Obhut Don Carlos sie zurückgelassen hatte. Was geschah mit Don Carlos? Er legte einen heiligen Schwur ab, seine Kinder wiederzufinden, selbst wenn er bis zum Rand der Welt gehen müsse. Er legte seine Rüstung an, gürtete Schwert und Schild und ritt alleine hinaus. Niemand hat ihn je wieder gesehen. Ich wollte gerade sagen, und seitdem ist er verschollen, denke ich. Ah, Lopez. Haben Sie die Figuren? Si, Signora. Wie Sie befohlen haben. Por favor, Signor Stoppard. Wären Sie wohl so freundlich? Aber, Signora... Beruhigen Sie sich, Lopez. Ich glaube, Signor Stoppard handelt aus ehrenwerten Motiven. Sehr wohl, Signora. Geilo. Bin gerade... Meine Herrin scheint mich zu vertrauen. Aber Sie nicht. Nein, Senor. Der ist bestimmt angepisst, weil wir ihn verarscht haben. Und jetzt fehlt uns aber die eine Schachfigur bestimmt. Es passt, Senor Stoppard. Es passt. Schnell finde ich heraus, welche Figuren in welche Löcher gehören. Ach du Scheiße, ich kenne mich doch nicht mit Schach aus. Klicke ebenso auf die Löcher auf dem Brett, um ihr Muster zu sehen. Jede Schachfigur muss auf das Loch mit dem passenden Muster gezogen werden. Wenn du einen Spielstein in das falsche Loch stecken willst, springt er wieder zu seinem Platz an der Seite zurück. Hä? Hey? Ach so. Nee, das ist es nicht. Wir brauchen grün. Blau? Da ist er. Nee. So, was haben wir denn hier? Blau-Rot. Blau-Rot. Supi. Blau-Grün. Blau-Grün. Rot-Grün. Wir gehen am besten die Figuren durch, das macht sich alles ja gar nicht mal so schwer. Rot, Grün, Blau, Grün. Rot, Grün, Blau, Grün. Ja. Hallo. Weiß, Rot.
Das kann wahrscheinlich nur der hier sein. So. Rot, blau. Rot, blau, das ist der. Schön. Ach, dann machen wir den Bauer hier fertig. Grün, rot, weiß, blau. Grün, rot, weiß, blau. Rot, grün, grün, blau. Rot, grün, grün, blau. So, rot, blau, grün, grün. Was wird der da sein? Na. Rätsel gelüftet. Ist das geschehen, passen die viereckigen Füße auf die weißen Figuren. Ich muss nur noch herausfinden, wo ich sie platzieren muss. Scheiße, was? Keine Ahnung. Oh, jetzt ist hier wieder alles möglich. Okay. Ja, aber wo? Also kann ich es nur in dieser Linie hier machen, scheinbar. Warte mal. Zwei Sprenger. Hallo. Ich will nur sicher gehen. Gut. Vielleicht dahin? Boah, ich kenne mich mit Schach mal gar nicht aus. Oder hat das was mit der Anordnung? Nee. Ja, woher soll ich das wissen? Bingo! Schachmatt natürlich. Ah, okay. Da passiert tatsächlich was. Cool. Obwohl eine Figur fehlt. Stoppard, schauen Sie. Was ist denn das? Das ist doch nicht etwa der Heilige Gral, oder? Unsinn, Senor Stoppard. Das ist der Kommunionskelch der Familie de Vasconcellos. Er wird seit fast 700 Jahren vermisst. Cool. Wow. Und? Greifen Sie zu. Ich kann das hier einfach nicht glauben. Oh, machen Sie schon. Leben Sie mal ein bisschen. Sind Sie sicher? Pass auf, das ist eine Falle. Das hier ist der Moment Ihres Triumphes, Senor Stoppard. Sicher bin ich sicher. Na los. Pass auf, Falle. Bumstot. Dass möglicherweise tödliche Fallen eingebaut sein könnten, daran habe ich in diesem Moment überhaupt nicht gedacht. Aber ich? Wieder Nikos Apartment. Wir haben Spanien geknackt. Somit ist der Fluch der de Vasconcellos aufgehoben. Das ist schön. Oh nein, die Gräfin war aufgeregt, als sie den verlorenen Kelch fand. Aber das Rätsel um den verschwundenen Ritter ist immer noch ungelöst. Nun, das kannst du jetzt vergessen und erstmal das Geheimnis der Templer lüften. Oh, ehrlich gesagt, ich habe der Gräfin versprochen, Don Carlos zu finden. Du hast was? Ich kann alles erklären. Du hast nichts Besseres zu tun, als einen verstaubten alten spanischen Aristokraten zu suchen? Cool. Die Gräfin hat mir den Kelch und die Suche nach dem Grab ihres Vorfahren anvertraut. Du bist genauso verrückt wie sie. Hast du nicht schon genug Probleme? Khan und die Templer? Cool. Es ist ein Teil des Ganzen. Der Kelch ist wichtig, das weiß ich. Die Schriftrolle hat uns auf den Ritter hingewiesen und ich muss ihn finden. Was dann? Weiß nicht, aber wenn der Ritter und der Kelch zusammengeführt sind, vielleicht weiß ich es dann. Der Ritter, der könnte doch eigentlich eventuell hier in Paris liegen. Glaubst du, der Mörder war für den Tod von Marquet verantwortlich? Achso, das hatten wir schon mal. Außerdem, er hätte... Okay, gucken wir uns mal die Schriftrolle. Das ist interessant mich auch. Okay, wir haben jetzt den Ritter hier. Ein Ritter mit einer Kristall... Auf der Schriftrolle des Ritters, durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Lehre, der gelehrte Ritter. Vielleicht hat das was damit zu tun und den müssen wir den Kelch geben. Das haben wir ja geknackt. Da arbeitet... Ja, das wissen wir auch. Jetzt müssen wir wieder alles anklicken. Sonst dürfen wir ja nicht dazwischen gehen. So, ich würde sagen... Ich mache mich besser wieder auf die Suche. Ich weiß wohin. Wir gehen am besten zum Montfaucon. Mit dem gelehrten Ritter.
Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen, sagt er. Haben wir den Kelch jetzt? Wir haben den Kelch dabei, tatsächlich. Cool. Vielleicht können wir den Kelch dem Ritter geben. Irgendwie. Aber wie? Das will ich nur ausprobieren. Kann man den benutzen? Scheiße, habe ich mir gedacht. Okay, aber vielleicht finden wir hier einer. Vielleicht ist ja einer der Ritter dieser. Ein steinerner Ritter in voller Steinrüstung liegt hier, die ausdruckslosen Augen zur Decke gerichtet. Diese ganze Rüstung rumzuschleppen muss ziemlich anstrengend gewesen sein. Okay, und der war? Sorry. Ein steinerner Ritter liegt am Ende der Viererreihe. Ob dieser Typ wohl im Kampf gefallen ist? Hat das was mit diesen Typen zu tun vielleicht? Nee. Scheiße. Okay, Freunde, die Zeit ist ja sowieso rum. Wir werden an der Stelle hier beim nächsten Mal weitermachen und ich freue mich hoffentlich, dass ihr wieder, also wenn ihr wieder dabei seid, und dann werden wir hoffentlich das Rätsel knacken. Okay, bye bye.